Wir reden über Digitalisierung und Deutschland sollte da was tun. Die anderen tun längst. Die amerikanischen Universitäten gründen Ableger in Kairo, in Beirut, im ganzen Nahen Osten, in Asien. Die bilden gerade mit Coursera und dem State Department haben sie gerade eine Initiative gestartet, wo sie für 200 Millionen Euro amerikanische MOOCs, diese sogenannten Massive Open Online Courses, verfügbar machen für Afrika und Südostasien. Und das tun die nicht aus Gutmenschentum, sondern das tun die, weil wenn man sich einmal, und das ist nun mal die Logik des Internets, wenn es einmal einen Marktführer gibt, dann gibt es einen Marktführer, dann gibt es hier Skalen- und Netzwerkeffekte, dann kommen sie an dem nicht mehr vorbei. Und das ist ein Punkt, wo wir, glaube ich, aus deutscher Sicht noch nicht mal daran denken. Noch nicht mal, also ich glaube, die RWTH Aachen ist da noch eine der führenden, mit denen sprechen wir gerade, ob wir eine German Engineering School in Afrika gemeinsam aufbauen können. Denn wenn Sie sich die demografische Entwicklung anschauen, dann müssten wir eigentlich jede Woche eine Hochschule mit 50.000 Studienplätzen öffnen. Und die Tatsache, dass wir das nicht tun, zeigt, dass es eigentlich nur noch die Digitalisierung als Antwort geben kann. Und wenn Sie wieder auf die andere Seite schauen, dann werden Sie merken, dass wir die leider nicht gestalten, sondern uns auf Datenschutzsicherheitsstandards verständigen oder überlegen, wie könnten wir jetzt in der Industrie 4.0 vorankommen, ohne zu bedenken, dass dann die Ingenieure und die Software-Ingenieure, die wir dafür brauchen werden, ganz anders gebrandet sein werden. Sowohl einfach durch die Betriebssysteme, die sie nutzen, aber vor allen Dingen auch, und das darf man nicht unterschätzen, durch die soziale Bindung. Denn die soziale Marktwirtschaft funktioniert ja einerseits, ich sag mal, recht technisch, man gibt Geld und erwartet dafür irgendwelche Rückflüsse in der Zukunft. Aber das, was den Mittelstand in Deutschland ja auszeichnet, ist, dass er jetzt nicht unbedingt nur den Standort verlagert, weil es irgendwo ein bisschen günstiger ist, sondern dass es eine, wie Siemens sich ja auch bezeichnet, als ein Teil der Gesellschaft versteht. Und wenn diese soziale Bindung fehlt, dann wird Deutschland keine Rolle spielen in diesem Prozess.